Eine beeindruckende Leistung, aber erstmal zu dir, 6 Tore, Schulter hat gehalten. Ja, war ganz gut, Schmerztablette vorher, ein bisschen Wärmecreme, dann ging das. Also ist noch nicht hundertprozentig, aber... Nur sechs Gegentore bekommen? Ja, wir haben unglaublich gute Abwehr gespielt, sehr beweglich, Hein hat viel gehalten und Göpping hatte überhaupt gar kein Mittel, also dieser 7. Feldspieler hat auch gar nicht geklappt bei denen. Ich bin auch der Meinung, wir haben viel zu lange daran festgehalten und von da haben wir auch eine Höhe so hoch verdient gewonnen. Lange in Göpping trainiert, hat es in der Woche sich bemerkbar gemacht? Nee, wir haben uns ganz normal darauf vorbereitet auf das Spiel, wie auf jedes andere auch und hat er ganz gut gemacht. Jetzt geht es nach Kiel am 19. Reicht die Leistung für einen Sieg gegen Kiel? Ich denke, das wird ein ganz anderes Spiel auf jeden Fall. Das wissen wir. Wir wissen auch, dass wir dort nicht Favorit sind und können da eigentlich relativ befreit aufspielen. Und wir wollen natürlich auch versuchen, da zu gewinnen. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank, Steffen. Und jetzt ab zu den Spielern wieder. Danke.